Am Herzen befinden sich zwei Herzohren. Das linke Vorhofohr ist beim Vorhofflimmern ein gefährliches Anhängsel des Herzens. In diesem Vorhofohr können sich Gerinnsel bilden. Beim sogenannten epikardialen, also vom Außen stattfindenden Herzohrverschluss, führen wir eine Klammer durch die Rippenkamera geführt ein und verschließen das Vorhofohr bis tief an die Basis heran mit Hilfe dieser Klammer. Somit können sich keine Gerinnsel mehr bilden und somit ist die Schlaganfallgefahr deutlich reduziert.